WebMate vorstellen zu dürfen, eine Technologie, die am Lehrstuhl für Softwaretechnik in Saarbrücken entwickelt wurde, bei Professor Zeller, maßgeblich von Herrn Dr. Dallmayr, der heute auch hier im Publikum ist und nachher für Feedback-Fragen auch gerne zur Verfügung steht. Mein Name ist Bernd Pohl und das, was jetzt in der nächsten Folie kommt, das verwende ich mittlerweile tagtäglich. Das Internet, Sie vermutlich auch, hoffe ich jedenfalls, soziale Netzwerke, Flüge buchen, Bankgeschäfte, man kauft seine Bücher oder ähnliche Dinge auch übers Internet und last but least vielleicht sogar Versicherungen, die man online abschließt. Das muss funktionieren heutzutage. Das ist eine absolut essentielle Voraussetzung, dass diese Dinge funktionieren. Wie macht man das heutzutage? Der Stand der Technik, man testet es manuell. Man klickt sich durch die Seiten durch, Beispiel Pilotkunde Kosmos direkt. Von A bis Z kann ich am Schluss meine Riester-Rente abschließen, ja oder nein. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, der eine Menge Zeit erfordert und der halt einfach vor allen Dingen bei großen Unternehmen ständig und immer wieder durchgeführt werden muss. Das machen die Entwickler zum Beispiel für den Internet Explorer. Aber dann gibt es, wie Sie sehen, noch eine Reihe anderer Browser. Und für jeden Browser muss man das immer wieder durchführen und gucken, funktioniert die Anwendung, läuft sie, klappt das mit dem Abschließen des Vertrages bei allen diesen verschiedenen Browsern, die es im Internet nun mal gibt und die Leute benutzen. Damit nicht genug. Eine Webanwendung, gerade Webanwendungen, verändern sich ständig. Andauernd wird irgendetwas gefixt, es wird ein neues Release rausgebracht, ein neues Feature, ein neues Vertragsprodukt bei der Versicherung, ähnliche Dinge. Das heißt, man muss das auch noch andauernd anpassen und immer wieder neu kontrollieren. Das bedeutet, dass man da eine Menge Aufwand reinstecken muss und es führt am Ende des Tages dazu, dass 30 bis 50% der Entwicklungskosten von Webanwendungen auf das Testen entfallen. Das ist eine ganze Menge Zeug, das ist eine Menge Zeit, das sind eine Menge Ressourcen, das ist eine Menge Geld für Unternehmen vor allen Dingen, die hier reingesteckt um das zu machen. Oder noch schlimmer, es wird einfach nicht gemacht und es wird beim Kunden getestet, es reift am Markt. Keine sehr schöne Situation. Wenn das gemacht wird, dann kommen solche komischen Sachen heraus oder manche Firmen machen es dann ein bisschen persönlicher. Im Endeffekt ändert es aber dann auch nichts daran, dass man einfach bestimmte Dienste nicht nutzen kann, weil sie für bestimmte Browser nicht getestet wurden und damit auch nicht freigegeben wurden. Das Beispiel hier ist übrigens auch noch keine 5 Jahre alt, sondern vom letzten Jahr, wo man einfach die iCloud nicht nutzen kann. WebMate löst dieses Problem, indem es eine ganz neue Technologie zur Verfügung stellt. Da kommt noch eine kleine Folie dazu gleich. Man gibt hier den Namen der Anwendung ein, www.kosmos-direkt beispielsweise, unser Pilotkunde. Und dann fängt WebMate an und baggert sich durch diese ganze Anwendung durch. Von oben nach unten, egal ob geklickt werden muss, ob Formulare ausgefüllt werden müssen, ob irgendwelche Eingaben gemacht werden müssen. Alles, was normale Menschen, intelligente Menschen von Hand machen, das macht WebMate, wie man es hier gleich auch in der Videoanimation sehen würde, wenn sie denn laufen würde, vollautomatisch. Also die steht jetzt, ich hoffe, dass die Folie aber gleich weitergeht. Also, WebMate macht das alles von selbst. Es crawlt sich durch die Anwendung, ist intelligent, erlernt das alles und gibt am Ende des Tages eine detaillierte Diagnose aus. Was klappt denn nicht? Wo klappt es nicht? Fehlt ein Knopf irgendwo? Kann ich den Vertrag abschließen oder doch nicht? Wo ist das Problem? Diagnose für den Entwickler, für die Entwickler, die dann anschließend das Problem entsprechend sehr leicht und sehr effizient beheben können. Da steckt eine Menge Technologie dahinter, das nur kurz in ein paar Schlagworten, was dort alles am Lehrstuhl entwickelt wurde, Programmanalyse, Modellextraktion, Testfallgenerierung, Hightech. Und aus diesen Technologien heraus und aus diesen Erkenntnissen auch der realen Probleme am Markt heraus haben wir entsprechend WebMate entwickelt und es hat diese Alleinstellungsmerkmale. Das heißt, das komplette Durchklicken durch ganze Webanwendungen, durch komplexe Anwendungen mit Diagnosen, mit allen Interaktionen, das kann derzeit weltweit keine andere Technologie. Alles andere sind Ausschnitte, mal einen Screenshot machen hier, ein bisschen durch die Links klicken dort, aber eine solche automatische Technologie ist derzeit einmalig. Und daraus haben wir eine Vision entwickelt. Wir sind im Moment beim Prototypen, aber bereits dabei, über Projekte mit Pilotkunden am Markt weiter zu reifen, das Projekt und das Produkt auch weiterzuentwickeln, bis zu einem echten Produkt, einem Webdienst, der dann auch entsprechend internationale Perspektiven bietet, weil es da keine Einschränkungen gibt. Wie sehen die Märkte aus? Nur mal jetzt auf Deutschland bezogen. Ich habe es eben im ersten Bild schon mal kurz gezeigt. Shops von Amazon bis Zalando, Riesenanwendungen, Tausende, Hunderttausende von Produkten. Versicherungen, da gibt es allein 150 in Deutschland etwa davon, die alle große Produktkataloge im Internet haben, die einfach funktionieren müssen. Daneben gibt es die Zulieferer, all die Leute, die für andere Unternehmen Software entwickeln.
Freelancer, Webdesigner, kleinere Agenturen, all diese Dinge. Allein 12.500 Freelancer, die schnell mal ins Internet gehen können und die Seite testen können, die sie gerade entwickelt haben. Und auch das ist noch ein interessanter Bereich, der hier besteht, das ganze Thema E-Government, das seit Jahren schon so ein bisschen in aller Munde ist, das aber am Ende des Tages bedeutet, dass derzeit grob etwa 67 Millionen Bundesbürger in der Lage sein müssen, diese Bürgerdienste auch zu benutzen. Und zwar mit dem Rechner, den sie zu Hause stehen haben und mit dem Browser, der auf diesem Rechner läuft. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist das nicht gut und auch insgesamt nicht sehr förderlich. WebMed ist denkbar einfach, wenn es als Produkt funktioniert. Es steht im Netz zur Verfügung. Internetadresse eingeben, Servicepreis bezahlen, Report abrufen und damit dauerhaft die Testkosten senken und gleichzeitig natürlich die Qualität steigern. Das ist insgesamt das große Thema, das dahinter auch steht, wenn man das tut. Wer will das machen? Das sind einmal wir vier, Herr Dallmayr, Herr Burger vom Lehrstuhl, Herr Mierold mit Projekterfahrung und ich, der ich auch schon ein bisschen Business-Erfahrung gesammelt habe. Und dazu unser Team vom Lehrstuhl, der Herr Professor Zeller mit seinen Leuten. Und daneben haben wir außerdem bereits zwei Business Angel mit im Boot. Herr Potschei, vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen auch bekannt, als Gründer von IDS Share. Nochmal zusammengefasst, hohe Entwicklungskosten beim Testen oder Testkosten beim Entwickeln, so rum, ein echtes, reales Problem. WebMed automatisiert das. Wir haben eine klare Vorstellung, wie wir das machen wollen. Und wir haben das richtige Team, um das umzusetzen. Vielen Dank und gerne Fragen.